Hier werden wir wohl noch die Spitze brauchen, oder? Nein, die hat man mit Mario auch schon. Die Fahne ist gelb. Luigi! Wie überrascht sie tut. Ja! Und zack. Peachylein ist mal wieder frei. Oh, da müsst ihr direkt mal im Video nachschauen, ob das dieselbe Endsequenz ist. Jo, Servusler zum weiteren Part Super Mario 3D Land im Luigi Run Welt 8-6. Hier müssen wir die Spitze der Fahnenstange noch erreichen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht und schon bin ich down. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Bin ich nämlich jetzt ja groß. Hat ja was Gutes. War zwar nicht geplant. Passt aber. Geh mal her, Knochentrocken. Geh mal her. So, kriegst du eine rauf. Hier ist nichts drin, das wollte ich wissen. Hab ich nämlich schon vergessen, seit ich letzte Mal hier war. Ob da was drin war. So. Oh, mit Luigi ist das hier tricksy. Na gut. Baby Swamp. Oder Swamp. Oder wie auch immer. Kamek, was magst denn du da? Mich bashen. Geh mal denn auf den Sack, Kamek. Verdammt, daneben. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Mann. Check the point. Wir sind wieder groß. Nix. Nix, nix, nix. Nix ist wenig. Nein, ich krieg sie nicht. Ich glaube, diese roten hier habe ich noch nie bekommen. Oh, verdammt, abgeschmiert. Abgeschmiert, aber schön beim Checkpoint. So, geh du weg. Du Baby-Swamp. Und nimm doch den roten mit. Jetzt aufpassen. Das hier ist schon tricksy. Natürlich kriege ich die roten Münzen nicht. Warum auch? Würde mir das Leben erleichtern? Brauchen wir ne. Brauchen wir ne sowas? Verdammt. So. Und rüber. Jawohl. Oh oh. Schön in der Mitte bleiben. Schön in der Mitte bleiben. Da wäre Zeit. Brauchen wir die eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So. So. Geht es? Ja, es geht. Man sieht's nicht. Abgeschmiert, abgerutscht, was auch immer. Abgeluigied. So. So. Vielleicht erwische ich sie ja doch mal. Aber ich glaube nicht. Doch, ich hab sie erwischt. Hammer. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. So, Knochentrocken. Mit Tanuki haben wir hier schon mehr Chancen, weil wir noch mal ein bisschen schweben können. Bevor wir abschmieren. Aber es heißt nichts. Das ist richtig tricksy mit Luigi. Habe ich das schon mal gesagt? Habe ich das schon mal erwähnt? Oh, oh. Oh, ist das tricksy mit Luigi, weil er so rutscht und so komisch abbremst. Oder eigentlich nicht abbremst. Lava? Die Lavasäule? Kamek. So, gebasht. Kamek geht mir schon mal nicht mehr auf den Keks. Komm ich da rein gleich? Sehr schön. Ach, ich erinnere mich, das war das Geschmache hier, das war der Scheiß. Drum kam ich da nicht hoch. Geschafft. Heili, geili. Backtracking in den regulären Leveln erfolgreich abgeschlossen. Na, eins haben wir noch. Ein Level haben wir noch vor uns. Ja, ja, Pause. Pause und so weiter. So. Auf zum Bowser, dem alten Lauser. Das war das Level mit dieser Lore. Mit dieser Drasine. Mit der Drasine.
Rassinerei ist auch dabei. Ah, das Level ist tricky. Aber wir schaffen das. Mit der Knochendrassine. So, auf ins Bowser-Maul. Wenn er dem seine Schlösser immer baut, würde mich schon mal interessieren. Wahrscheinlich seine Koopa-Sklaven. So. Jetzt aufpassen, hier wird mir beschossen. Hier stehen wir permanent unter Beschuss. Alter Schwede, oh, Glück. Glück, Glück, Glück. Alter Schwede. Mann. Bös, bös, bös. Aber mit Tanuki hätte man eine Chance. Ach, Mino, was machst denn du, Blödmann? Ja, ich hab schon verstanden, die Plattform ist schneller, als Luigi schweben kann. Das ist ja blöde. Da hätte ich mal vorher dran denken müssen. Na gut. Schwebt Luigi langsamer als Mario? Das müsste ich direkt mal zu gegebener Zeit austesten. Das würde mich mal interessieren. Ist möglich, dass es da einen Unterschied gibt? Gut, jetzt werde ich es nicht mehr herausfinden. Zumindest nicht in diesem Level. So. Jetzt haben wir halt dann keinen Tanuki mehr. Das macht die Sache böse. Kann ich mich irgendwie bücken? Werde ich getroffen, wenn ich mich bück? Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja. Ja. Schade. Schade, schade. Hätte sein können, dass es funktioniert. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hat es aber nicht. Was soll's. Mach mal ohne weiter. So, daher jetzt. Knochen trocken. Und weiter geht's im Text. Ach, das war das hier. Oh, oh, das ist böse. Mega böse. Verdammt. Und schon getroffen. Eieiei. Ich hätte ganz nach rechts müssen. Ich hätte ganz nach rechts müssen. Hab ich aber nette. Ja, das haben wir schon mal geschafft. Das Level werden wir wieder schaffen. Auch in grün. Auch in grün. Wie er da so komische Stampfwolken macht, wenn ich auf die Renntaste drücke. Oh, verdammt. Eigentlich total sinnlos. So. Das hier mit diesen Feuerlanzen ist mega, mega tricky. Da gibt's bestimmt einen ganz simplen Trick. Schweißen bloß, ne. Ja, der simple Trick heißt Tanuki. Haben wir aber nicht. Müssen wir ohne machen. Ist egal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit in diesem Part. Füllen wir diesen Part mit diesem Level. Was soll's. Spielt ja keine Rolle. Danach geht's ja sowieso hardcore-mäßig zur Sache. Denn es kommen die S-Welten, die S-Level. Gut, da müssen wir auch bloß noch durchrennen, aber trotzdem. Bei den S-Leveln wird's dann schon mehr Failerei geben, auch beim bloßen Durchrennen. Erstens mal sind sie schwerer. Und zum Zweiten macht der Doschen wahnsinnig viele Leichtsinnsfehler. So geht es hier. Interessant. Einfach mitgehen. Einfach mitgehen. Okay. Ist gemerkt. Knochen trocken, geh weg. Ups, Mann. Mann, 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 Mann. Ich glaube, so ist das ganze Level aufgebaut, oder? Das ist eigentlich gar nicht schwer. Wenn man weiß, wie es geht. Verdammt. Wenn man die Abstände kennt. Verdammt. Verdammt, verdammt. Diesmal bin ich nach rechts. Hat mir auch nichts geholfen. Oder hat mir auch nicht geholfen. Okay, der Abschnitt ist tricky. Da muss ich schauen, dass ich... Naja, groß war ich ja da. Mal gucken, wie wir das machen.
Der habe ich das mit Mario gemacht, mit Tanuki, oder? Oder habe ich mich da tatsächlich durchgeskillt? Soll es ja geben, ab und zu, habe ich gehört. Soll der doch schon Skill beweisen? Ab und zu zumindest. Ach, komm schon! Das ist doch Kaka. Kaka. Geh vor und so, jetzt gehen wir ganz darüber. Und laufen mit der Lanze mit. Wir laufen mit der Lanze mit. So. Alter, wo springst denn du schon wieder hin, Luigi? So. So. Sollen wir erstmal den hier bashen, damit er mir nicht gefährlich wird. So, und jetzt sind wir wieder klein hier. Das ist böse. Kann ich eigentlich über die Feuerbälle drüber springen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich muss ausweichen. So, so, so. Alter, das geht sogar. Das geht sogar. Alter Schwede. Gewusst wie? Gewusst wie? So, und jetzt ein Checkpoint. Und jetzt ein Check the Point. Gibt's keinen, stimmt's? Gibt's keinen. Wir gehen jetzt direkt in den Bowser-Kampf. Habt ihr noch einen Pulszettel für mich? Na, ein One-Up. Ich hätte gerne ein Item. Geh in die Kanöne. Gibt's hier was zu holen? Red Coin Gedöns? Voll drüber geschossen. Na gut. Ist hier auch nix. Kein Checkpoint, kein gar nix. Ah, gar nix ist wenig. Oh, ist es hoch? Ist es hoch? Oh, wieder voll daneben. Schade, schade. Oh, das war knapp. Jetzt wäre ich ja auch noch abgeschmiert. Das war ja mal richtig knapp. Was ist diese Ausbuchtung hier eigentlich? Ist hier was? Ich sehe nichts. Na gut. Na gut, dann auf den großen Bowser-Kampf. In eins der vielen finalen Bowser-Kämpfe. Aber sie ist schon wieder da, ne? Unsere Peachy-Line. Sie ist da schon wieder hingefesselt. Luigi. Sie sagt Luigi. Luigi. Dieses Mal kein Mario. Das war mehr so ein Hör, was machst du da? Ich will nicht von dir gerettet werden. Ich will von Mario gerettet werden. Der hat einen größeren Schnauzer. So, mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Aber ich glaube nicht. Da werden wir abkacken. Und schon bin ich down. Kaum reiß ich das Maul auf. Aber ich habe es zumindest richtig prophezeit. Ach, wir sind... Ich dachte jetzt, wir müssten das Level nochmal machen. Okay, dann ist ja alles okay. Dann ist ja alles gut. Dann passt's schon. Dann passt's schon. Ups. Dann ist ja alles im Grün hier. Hier war, glaube ich, ein Tanuki drin. Dankeschön. Dann ist ja alles im grünen Bereich, Leute. Dann werden wir das hier meistern. Spindermeister. So nicht. Scheiß Gumbagalumbas. Macht hier einen auf Donkey Kong, unser Bowser. Und durch und drüber und weiter im Text. Sack. So ein Sack, aber Luigi kommt da drüber. Luigi springt mal locker flockig über die Mauer. Das wäre ein schlechter DDR-Bürger gewesen, unser Luigi. Wäre einfach drüber gesprungen. Aber das war noch nicht das Finale. Es geht weiter. Da ist er schon. Unser Bowser. Ach, jetzt kommt dieser, genau, dieser Verfolgungsabschnitt.
Der ist manchmal schon ein bisschen böse, weil die Kamera nicht so mitspielt. Ist zwar alles machbar, aber die Kamera ist tricksy. Geh dann auf, geh dann über. Gerade so, Luigi, du kannst doch super doll springen. Dann tust doch auch. Oh oh. Oh oh. Geschafft. Huhuhuhu. Hi, haben. Huhaha. Für die Pause. Oh. Wie er da in Zeitlupe nach unten fällt und noch eins abkriegt und noch eins und noch eins und. Ich würde mal gern zusehen, wie seine Haut langsam von der Lava zerfressen wird. Und dann eher zu Knochenbause wird oder sowas. So. Hier werden wir wohl noch die Spitze brauchen, oder? Nein, die hat man mit Mario auch schon. Die Fahne ist gelb. Luigi! Wie überrascht sie tut. Ja! Und zack. Peachylein ist mal wieder frei. Oh, da müsst ihr direkt mal im Video nachschauen, ob das dieselbe Endsequenz ist wie mit Mario oder ob sie da was verändert haben. Ich bin ja, was das betrifft, immer ziemlich neugierig. Ja, ziemlich. Kann ich jetzt die Credits überspringen? Natürlich, ne. Natürlich müssen wir uns die geben. Bam, 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 bam. Luigi im Tanuki. Wobei es bei Luigi eher aussieht wie ein Fuchs oder so. Es sieht eher aus wie der Katzenanzug von Super Mario 3D World als der Tanuki-Anzug, ne? Warum auch immer, ist Luigi ein Fuchs? Hat es was zu sagen? Kein Plan. Bowser, der alte Lause, ist natürlich auch wieder dabei. Und wir sehen die ganzen Toads mit Tanukis. Ja, solche Blätter hätte ich auch gern. Zack. Frisst im Blatt, wächst der Schwanz und du kannst fliegen. Wer möchte nicht solche Blätter? Na gut, ja. Also zumindest im Kopf. So Kraut gibt es ja zumindest für manche Leute, für ihre Birne. Die rauchen irgendein Kraut und bilden sie sich ein, sie haben Motze drum, groß den Schwanz. Und bilden auch ein, sie könnten fliegen. Wer weiß, weil jetzt sind sie nur auf Drogen, die Jungs. Ah, mit Luigi auf dem Tanuki-Baum. Sehr schön. Peachylein mit Tanuki. Kann man das hier wackeln lassen? Bisschen. Bisschen. So, und nu? Was sagt der Titelscreen? Speichervorgang? Abgeschlossen. Was sagt der Titelscreen? Schon 4 Sterne? Okay. Das heißt, wenn wir jetzt da reingehen, müsste alles als abgeschlossen markiert sein. Ah, jetzt steht hier unten, mit welchen Charakteren wir die Level abgeschlossen haben. Mit Luigi und mit Mario. Es müsste jetzt überall stehen. Sehr schön. Ich guck nochmal durch, Leute. Einfach nur so zum Spaß. Und damit die Zeit vergeht. Luigi und Mario überall und auch die goldene Fahne. Wir dürfen echt alles haben und haben nichts übersehen. Hier, das machen wir noch. Wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind. Holen wir uns hier noch die Starcoin. Wenn es eine gibt. Komm, baller ihn weg. Jawohl, es gibt noch mal eine. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hat sie doch gelohnt. 2 Items und eine Starcoin. Ansonsten haben wir echt alles. Überall Luigi und Mario. Und die goldene Fahnenspitze, wa? Die goldene. Passt.
Welt 4 scheint auch komplett zu sein. Da ist nochmal eine Box. Pickerbox. Pickerbox. So. Und die hatten wir schon. Okay, die hatten wir schon. Die Star Coin. Egal. Nehmen wir noch mit, was es so noch zum Einsacken gibt. Was sie uns so noch vor die Füße schmeißen, Verlau. Und dann beenden wir den Part, hätte ich gesagt. Ach ja, genau, das war ja das Ding ins Haus. Da konnten wir jetzt die ganzen Bilder und so anschauen. Stimmt's oder habe ich recht? Ich glaube schon. Genau, das Album. Fehlt überhaupt noch was? Okay, okay, okay. Jetzt bin ich gespannt. 11, 12. Ja, wir haben alle. 12. Ach, hier sehen wir die Unterschiede. Es ändern sich nur Luigi und Mario. Alles andere ist gleich. Okay. Mama! Servus, Toady Boy. Wir machen weiter mit unserem Abenteuer. Ja. Hier ist auch alles komplett. Das finde ich schon der Heiligeili. Dann haben wir echt nichts ausgelassen. Ja, es hätte ja sein können, dass ich ein Level aus Versehen übersprungen habe mit Luigi. Weil es nicht ersichtlich war. Komm, stirb halt endlich. Da ist nochmal eine Star Coin. Okay. Ja, wie gesagt, die Anzahl der Star Coins ist ja unendlich. Weil durch diese Fragezeichenboxen und durch das Street Pass Gedöns kann man rein theoretisch so viel einsammeln. Also unendlich viel einsammeln, sagen wir mal so. Seht ihr, immer wieder werden diese Boxen aufgefüllt. Das macht eigentlich die Boxen oder die Star Coins an sich total sinnlos. Bis auf die Tatsache, dass man halt so und so viel Star Coins braucht, um in höhere Level zu gelangen. Aber ansonsten, von den 100% Run gibt es keine vorgeschriebene Anzahl. So. Dann auf in die Röhre. Guckst in die Röhre, wa? Machen wir hier weiter in den S-Leveln, Leute. Tja, S11 mit Luigi. Schauen wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Euer Netblocker aktivieren. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eier Doschten.